Und ich möchte an dieser Stelle gleich auch das wahrnehmen und Ihnen auch ganz herzlich danken, dass wir überhaupt die Möglichkeit hier bekommen haben, den Raum nutzen zu dürfen für diese Veranstaltung. Herzlichen Dank Ihnen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen im Namen der Interessengemeinschaft Energiewende Überwald und des BUND Wald-Michelbach. Mein Name ist Christine Engwässer, ich bin die Vorsitzende des BUND Wald-Michelbach und ich freue mich über Ihr großes Interesse für diese Auftaktveranstaltung, in der es um ein Gemeinschaftsprojekt geht, nämlich das erste größere Solarenergieprojekt mit Bürgern in Kooperation mit den Schulen. Ich darf auch besonders begrüßen, ich habe gesehen, es sind auch Gemeindevertreter hier. Ich freue mich sehr darüber und ich möchte auch Herr Fahrenholz vom Gymnasium, also der Schulleiter vom Gymnasium, wollte eigentlich auch herkommen, aber er hat gesagt, heute Abend ist für ihn Elternabend, deswegen ist er verhindert. Ich begrüße alle Lehrer, die von den Schulen hier sind. Frau Felske, die Energieberaterin, ist heute auch anwesend, freue mich besonders. Und ich darf auch Herrn Dr. Ritter von der Presse, von der OZ, ganz herzlich begrüßen. Dann natürlich freuen wir uns, dass wir heute Abend Referenten gewonnen haben. Das sind zum einen Frau Christine Lenz, Herr Michael, Frau Christine Lenz, sie sitzt hier vorne in der Mitte, und Herr Michael Joost. Und als dritten Referenten haben wir aus den eigenen Reihen gewissermaßen von der Interessengemeinschaft Georg Schumacher. Zugesagt haben für heute Abend auch die Kreistagsabgeordneten Sven Wingerter und Hermann Engwässer. Sie sind momentan noch bei einer Kreistagssitzung, aber wenn es nicht zu lange dauert, wollten Sie auf jeden Fall auch noch hier vorbeikommen. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben. Wir haben hier an der Seite auch auf einem Tisch Getränke bereitgestellt. Sie dürfen sich gerne bedienen. Spenden sind willkommen. Außerdem daneben gibt es einen Infotisch mit verschiedenen Infomaterialien. Alle gern zu mitnehmen. Zum heutigen Infoabend haben eingeladen der BUND Wald-Michelbach und die Interessengemeinschaft Energiewende Überwald. Die Interessengemeinschaft Energiewende Überwald sagt Ihnen vielleicht nicht so viel, aber ich möchte vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen, wer sich dahinter verbirgt. Es sind Menschen ganz unterschiedlicher Art. Also es sind Menschen, die organisiert sind in Gruppen, manchmal auch in Parteien, aber es sind auch viele dabei, die weder im Verein oder in einer Gruppierung organisiert sind. Es sind auch einige dabei, die sich schon seit Wochen montags in Wald-Michelbach zur Mahnwache gegen Atomkraft treffen und die eben auch sagen, dass darüber hinaus etwas Konkretes zur regionalen Energiewende beitragen möchten. Alle diese Menschen, und es werden immer mehr, haben sich zusammengefunden mit dem Ziel, das vorhandene Potenzial an regionaler erneuerbarer Energie zu nutzen, um unser Klima zu schützen und um einen Beitrag zur Energieversorgung ohne Atomkraftwerke zu leisten. Als Bürger können wir noch mehr tun, als zum Beispiel den Stromanbieter zu wechseln oder Energie einsparen, wo immer es geht. Wir können die regionale Energiepotenziale ausschöpfen und dabei diese Potenziale so nutzen, dass möglichst viele davon profitieren und die Wertschöpfung in der Region bleibt. Für dieses geplante Projekt sind bereits viele Gespräche mit den Beteiligten geführt worden.
sowie zum Beispiel mit Vertretern des Kreises Bergstraße, der Schulen und der Gemeinde. Bisher erhielten wir durchweg positive Signale. Ob eine Realisierung dieses Projekts in Genossenschaftsform möglich sein wird, werden am Ende jedoch die Bürger entscheiden. Sollte die Umsetzung dieses Projekts gelingen, dann wäre dies eine großartige Gemeinschaftsaktion von Bürgern und Schulen mit Unterstützung des Kreises Bergstraße und der Gemeinde Waldmichelbach. So viel zur Einleitung. Jetzt möchte ich noch was sagen zum Ablauf des Abends. Sie haben es vielleicht auf der Einladung schon gelesen. Wir haben heute Abend drei Referenten und drei Kurzvorträge. Beginnen wird Frau Christine Denz, dann Herr Michael Joost über Möglichkeiten von Bürgerbeteiligung wird er referieren und am Schluss wird Herr Georg Schumacher konkrete Energieprojekte in Waldmichelbach zur Diskussion stellen. Und danach bleibt hoffentlich noch genügend Zeit für Fragen und auch Diskussionen. Nun zu unserem ersten Vortrag von Frau Christine Denz. Frau Denz ist die Vorsitzende des Sannenvereins, der im Neckar-Odenwald-Kreis bereits seit 1997 viele Energieprojekte angestoßen hat, außerdem mittlerweile 7 Klimamessen durchgeführt hat und vieles mehr. Sie hat also im Themenbereich Energie eine Menge Erfahrung und wird heute in ihrem Vortrag darauf eingehen, was man zur Energiewende beitragen kann. Frau Denz, Sie haben jetzt das Wort. Ja, erstmal vielen Dank, Frau Engelser, für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass so viele Interesse für dieses tolle Projekt, was Sie demnächst vorgestellt bekommen haben. Und ich wünsche dem Projekt jetzt schon mal viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Als ich hierher gefahren bin, von Hirschhorn hierher, habe ich mich irgendwie sehr heimatlich gefühlt, weil ich wohne ja im Neckar-Odenwald-Kreis und ich habe festgestellt, dass die Landschaft und die Strukturen ganz ähnlich sind wie der Kreis, aus dem ich jetzt komme. Und von daher bin ich auch, also ich habe sehr gute Erfahrungen im Neckar-Odenwald-Kreis gemacht mit den erneuerbaren Energien, dass die Leute die erneuerbaren Energien nach anfänglichem Zögern sehr gut angenommen haben. Und mein Part ist heute, Ihnen darüber zu berichten, wie weit wir sind, was wichtig dabei gewesen ist, dass Sie vielleicht ein paar Tipps mitnehmen können. Erste Frage, technische Frage, verstehen Sie mich alle? Sehr gut. Gut, ja, wunderbar. Warum machen wir das Ganze? Also wie haben wir angefangen und was ist das, was uns außer Arbeitsplätzen und regionaler Wertschöpfung treibt? Das ist dieses. Nee, auf den Weg. Ich hab das hier geübt. Sollte eigentlich gehen. Ja, gut, dann mache ich es auf den So. Also, das ist die globale Situation, die auch vor Ort natürlich verursacht wird. Wir sind so verschwenderisch mit unseren Rohstoffen, so verschwenderisch mit Energie, dass wir eigentlich 2,5 Erden bräuchten, um unseren Bedarf zu decken. Und das geht natürlich nicht. Von daher großer Einsatz für Effizienz, für Energieeffizienz, und großer Einsatz für die erneuerbaren Energien. Zudem, dazu gibt es auch ein konkretes Datum, was jedes Jahr erneuert wird. Jetzt gerade am 22. August war der sogenannte World Overshoot Day, also der Weltübernutzungstag,
Der Tag, an dem wir die Vorräte, die die Erde neu liefert, in dem der Wald wächst, in dem die Fische sich vermehren und so weiter, was wir eigentlich in einem Jahr erst verbrauchen dürften, haben wir jetzt bereits verbraucht. Mit dieser Zählung hat man angefangen 1986. Da fängt es damit an mit der Übernutzung der Erde. Das ist eine kurze Übersicht über den Zustand, wie im Moment der Strom aus erneuerbaren Energien verbraucht wird. Es geht ja heute nur um Strom, Wärme und das andere, das um Treibstoffe lassen wir weg. Insgesamt an installierter Leistung. Installierte Leistung bedeutet, dass nicht unbedingt immer alles genutzt wird. Kraftwerke können kaputt gehen, können nicht funktionieren. Also das ist praktisch das Optimum, wenn alles funktionieren würde. Das muss man dazu auch sagen. Da sind wir in Deutschland insgesamt bei 17%. Auf den ersten Plätzen sind durch die Windkraft die norddeutschen Bundesländer. Nicht nur durch die Windkraft, sondern auch durch viele Biogasanlagen und Biomassekraftwerke. Die haben einfach die Fläche auch. In Baden-Württemberg sind wir auf dem 10. Platz. Hessen auf dem 10. Platz und der Neckar-Odenwald-Kreis ist innerhalb von Baden-Württemberg auf dem 2. Platz. Also wir haben 32% unseres Stroms können wir aus erneuerbaren Energien erzeugen. Hessen ist noch weiter zurück als Baden-Württemberg, weil der 10. Platz in der Bundesliga ist nicht großartig. Und Hessen ist mit 6% noch weiter zurück. Und ich habe sie leider mit dem Odenwaldkreis verwechselt. Aber die Bergstraße, das ist eigentlich zu Ihren Gunsten, die Zahl, die ich habe mit den 5%, die Bergstraße liegt noch unter den 5%. Ich glaube, es sind 4 oder 3% erneuerbare Energien. Das Ganze können Sie auch selber noch nachlesen. Das wird dauernd aktualisiert unter energymap.info. Da kann man sich durchklicken und da kann man bis zu seiner eigenen Stadt sogar kommen, für Sie als Info. So haben wir mit viel Öffentlichkeitsarbeit angefangen. Das überspringe ich jetzt aber. Und nachdem das Erneuerbare Energiengesetz 2001 in Kraft gesetzt worden ist, haben wir uns mit einem Solarbetrieb zusammengetan und haben Bürger-Solarstrom-Gemeinschaftsanlagen gebaut. Also das, was bei Ihnen auch ansteht. Dieses hier ist, ja, und wir haben die Sun genannt, Sun 1, Sun 2, Sun 3 und dieses ist Sun 11. Wir sind mittlerweile bei Sun 36 oder 37, also das läuft sehr gut. Und die Firma, mit der wir uns von Anfang an zusammengetan haben, das war damals mit einem Menschen, also der Firmeninhaber, das ist jetzt eine Firma, das sind glaube ich 20 geworden, die sind bundesweit tätig. Also wir haben auch geschaffen Arbeitsplätze. Arbeitsplätze neu zu errichten. Hier, ich habe nicht so viel Zeit, ich soll nur eine Viertelstunde erzählen, deshalb sage ich nicht alles. Aber was wichtig ist, ist nochmal auf diesem Bild, wir haben sehr viele Menschen gebraucht, die gemeinsam diese Anlage finanziert haben. Da sind alle Investoren drauf, zum Teil mit Ehepartnern. Hier sind insgesamt 16 Investoren, um diese Anlage zu finanzieren. Und das funktioniert so, ich weiß genau, wo, also ich bin ja auch beteiligt, wo meine eigene Anlage ist. Das ist praktisch so, als wäre die Anlage auf dem eigenen Dach, nur das ist zusammengefügt auf einem fremden Dach, auf öffentlichen Dächern sind wir eigentlich immer vertreten. Und das ist etwas, also was die Leute sehr anspricht, weil die machen dann einen Ausflug, die machen Spaziergang innerhalb der Stadt oder fahren auch mal in den Odenwald raus und sagen, wir wollen jetzt unsere Kapitalanlage besichtigen. Und dann sehen sie, wie es funktioniert. Mit Windrädern geht es übrigens auch so. mein Verein Sun hat zu den Pionieren gehört. Also wir haben ja schon 97 angefangen. Und gleichzeitig gehörte zu den Pionieren auch die IWO, also das ist die Initiative Windkraft Odenwald,
die sich seit, auch seit 2001 baut, die Bürger-Windparks, also wir beteiligen immer die Bürger. Dieses zum Beispiel ist der dritte Bürger-Windpark. Im Moment wird der fünfte projektiert innerhalb des Landkreises. Das ist ein Bürger-Windpark mit jetzt insgesamt 5 Anlagen, mit sehr großen. Eine Anlage hat 3 bis 3,2 Megawatt. Und die Projektierer waren erst sehr zurückhaltend, weil sie gesagt haben, wir brauchen ungefähr 20-30% an Eigenkapital von Leuten aus der Region, die investieren. Und das Geld war immer zusammen. Das tut nicht mehr. Jetzt wieder. Also wichtig ist dabei, dass die Leute aus der Region kommen und dass sie glaubwürdig ihre Dinge vertreten. Dann investieren die Leute auch, weil sie können jederzeit jemanden dingfest machen, wenn sie sagen, es funktioniert nicht, warum funktioniert das nicht? Also die Leute bleiben direkt im Landkreis oder im Land und sind nicht irgendwelche Investoren von außerhalb. Und deshalb ist auch die Projekte, die sie hier vorhaben, sie sind sehr unterstützenswert. Kann ich aus meiner Erfahrung nur begrüßen. Dann haben wir, das ist jetzt Landkreis, das hat jetzt nichts mehr mit den Vereinen zu tun, aber vielleicht für Sie auch interessant, weil Sie ja auch sehr viel Wald haben. Wir haben einige Biomassekraftwerke und wir haben auch viele Biogasanlagen. Deshalb ist bei uns auch der hohe Anteil von 32% an der Gesamtstromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Also, und ich will damit auch sagen, also im Moment ist es jetzt ja sowieso leichter durch den generellen Atomausstieg, dass man Leute davon überzeugen kann, dass erneuerbare Energien wichtig und gut sind. Von daher wird das alles noch sehr, sehr viel schneller gehen. Und ich rate Ihnen einfach genau hinzugucken, mit wem Sie zusammenarbeiten. Eins möchte ich Ihnen gerne noch mitgeben, gerade weil Sie so ein Flächenlandkreis sind, wo auch Biomasse sich anbieten würde. Wir haben mal ausgerechnet, wie hoch der Flächenverbrauch ist, wenn, an diesem Beispiel, wenn eine Familie 3000 Liter Öl im Jahr verbraucht, das wäre jetzt zum Heizen. Aber wenn man das eben umrechnet auf Strom, sind die Verhältnisse so, um das mit Biomasse zu erzeugen, ist das die grüne Fläche, so viel Fläche braucht man. Wenn man es mit Photovoltaik erzeugt, ist es eine viel kleinere Fläche, so Visitenkarten groß. Und wenn Sie es mit Wind erzeugen, dann ist das diese blaue Ecke links oben. Und da sieht man eben, ja, was wirklich flächeneffektiv ist, flächeneffizient ist. So, jetzt komme ich zu dem. Es müssen ja immer Personen machen, die sich darum kümmern. Und ganz wichtig sind die sogenannten Kümmerer. Das heißt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, glaubwürdige Leute, Leute, die man greifen kann. Und Leute, die am Ball bleiben, also die das jahrelang oder vielleicht jahrzehntelang oder so machen, auf die man sich verlassen kann. Das ist bei uns die Erfahrung im Landkreis, dass es so praktisch treibende Kräfte geben sollte. Das kann eine Gruppe sein, eine größere oder kleinere Gruppe. Das muss überhaupt nicht von amtlicher Seite sein, sondern von Vereinsseite. Es ist einfach sehr, sehr gut, wenn sich solche Leute zusammenfinden. Und unsere Erfahrung ist im Neckar-Odenwald-Kreis, wir stehen auch deshalb so gut da, weil es einige Kümmerer gab, die immer wieder gesagt haben, Leute, macht, es ist gut, ihr könnt das oder das machen. Und die auch die Kontakte zu Behörden gesucht haben, auch zum Beispiel unsere Kontakte zum Landrat sind sehr gut, zum Landkreisamt. Und damit komme ich auf das Zweite, was notwendig ist, Strukturen. Verlässliche Strukturen gibt es natürlich die Vereinsstrukturen, aber wenn man das innerhalb der Kommune bestimmte Dinge installiert, also wir haben zum Beispiel seit 2,5 Jahren eine Energieberatung
wie Sie jetzt ja auch mit der Frau Felske haben, die ja auch eine Energieberatung macht. Das ist ein bisschen anders organisiert, aber ebenso verlässliche Strukturen, die auch durch die Jahre durchgehen und wo man genau weiß, an wen man sich wenden kann. Oder auch in Gemeinden gibt es auch Energiemanager. Also es gibt einfach einen Haufen von möglichen Strukturen, die wichtig und notwendig sind. Und natürlich auch die politischen Strukturen. Wir hatten es vom Kreistag. Und da möchte ich Ihnen gerne noch ein Beispiel aus unserem Kreis sagen. Hier sind die Kümmerer und die Strukturen versammelt. Das Ganze war eine Solarwette. Es wurde gewettet innerhalb von Landkreisen, innerhalb der Metropolregion, wer die meisten Solaranlagen hat. Und wir haben gewonnen. Und das war das Abschlussbild. Das wurde bei uns auf dem Marktplatz gefeiert. Und da können Sie sehen, da waren alle wichtigen Leute zusammen. Da war nämlich auf der linken Seite der Mensch, der da vorne steht. Das ist Peter Haug. Der ist jetzt Oppositionsführer im Landtag von Baden-Württemberg, CDU. Der war eingeladen und es ist auch immer wichtig, die Politik auch offiziell mit einzubinden, dass man die Leute sieht und dass sie sich auch angesprochen fühlen. Dann ist weiter der Bürgermeister von Mosbach, daneben sitzt der Landrat, der das auch voll unterstützt. Dann der SPD-Landtagsabgeordnete, gleichzeitig ist er im Kreistag. Und diese beiden Herrschaften mit den Blumensträußen, die sind aus, auf der anderen Rheinseite von einem Landkreis. Das sind also die offiziellen Repräsentanten. Und rechts, die beiden gelb angezogenen, sind Kümmerer. Und ein anderer Kümmerer ist der, der hinten so durchguckt, der ist in einem anderen Landkreis auch einer, der antreibt. Das heißt also, man muss auch seine Erfolge zeigen und man muss auch zeigen, dass man sich freut. Und man muss auch etwas vorweisen, worüber die Leute lachen können. Also hier zum Beispiel war das so, dass gewettet wurde, dass der Landrat, wenn er gewinnt, sein Gewicht in Wein aufgewogen kriegt. Deshalb ist das Bild hier so ein bisschen schief. So, und jetzt noch